Hey yo, herzlich willkommen zurück zu Trials of Mana. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und let's go. Wir haben im letzten Part so ein Erdmaulwürfchen haben wir hier erledigt. Und wir haben Gnome gefunden, den Erdelementar. So, bevor wir unsere nächsten Talentpunkte ausgeben, unsere Fähigkeitspunkte, quatschen wir mal mit Watz. Ja, krass, oder? Geht's auf Haus. Ach, danke schön. Gibt's gratis. Wir haben Nitromit erhalten. Das sieht aus wie eine Bombe. Ah, das magische Seil. Jo, das ist so ein bisschen wie aus Pokémon Fluchtseil. Ja, kann er machen. Mach ich. Tschüssi. Jetzt teleportiert er uns mit seinem Fluchtseil, sage ich jetzt einfach mal. Wieder am Anfang. Dankeschön. Oh, ist das ruhig? Oh, nee. Hier ist wieder so ruhig. Huch. Das ist mir definitiv zu ruhig hier. Viel zu ruhig. Wir verteilen mal eben die Punkte, die wir noch haben. Ich bin mir nicht sicher, was es mir jetzt viel bringt, den Geistwert um 5 zu erhöhen. Ha. Hab mich gerade noch mal umgeguckt bei den Attributen, aber ich bin mir nicht sicher, was es mir im Endeffekt bringt. Das ist auch gut zu wissen. Ich gucke gerade noch mal wegen den Punkten. Aber hier steht gerade was. Wenn du deinen Gegner mit einem starken Angriff oder einem Aufladungsangriff, also einen aufgeladenen starken Angriff, triffst, lässt er Teilchen fallen, die deine KA-Leiste füllen. Das funktioniert also mit starken Angriffen. So, hier haben wir es doch. Verschiedene Werte beeinflussen jeweils auch unterschiedliche Arten von Aktionen. Der Intelligenzwert zum Beispiel beeinflusst den Magieangriff und der Geistwert die Heilmagie. Das ist gut zu wissen. Das brauchen wir dann also jetzt nicht mit unserer Magierin. Weil wir haben nichts, wir haben keine Heilmagie. Wenn du einen höheren Glückswert hast, dann bereitet dir Geschosse und Fallen weniger Probleme. Versuche den entsprechenden Wert zu steigern, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Danke. So ein Abenteuer-Tagebuch finde ich super. Wie gesagt, dann gebe ich ihr jetzt keine Geistpunkte, weil das würde nur meine Heilmagie steigern. Machen wir nicht. Jedenfalls noch nicht. Weil, ne? Okay. Stärke ist ja, glaube ich, klar und deutlich. Physischer Schaden. Magierin, ist jetzt die Frage. Wir hauen ja eigentlich immer mit unserem Stab drauf. Ist das trotzdem Magieangriff? Ich glaube schon. Ja, sollte Magieangriff sein. Nämlich unter Hexerstab unten links, da steht nämlich das Magieangriff-Symbol. Ich glaube, das ist richtig. Genau, vielleicht sollten wir Charlotte einen Gefallen tun, uns ein bisschen auf unsere Defensive auch aufpassen, um Charlotte jetzt ein bisschen ihre Aufgabe etwas zu erleichtern. Chance von 15% dass gegnerische Magie keinen Schaden verursacht. Das könnten wir machen. Danach käme auch erschwert Gegnern das Anvisieren, was auch nicht schlecht klingt. Genau. Ja, das machen wir. So, magische Rüstung. Die müssen wir aber einsetzen dann, ne? Erhöht unseren Schaden. Stellt nach Besiegen von Gegnern 2 MP wieder her. Ich wäre sehr froh darüber, wenn wir da unten diese Dinger mal aufkriegen würden. Irgendwie. Okay, anscheinend sind diese gemeinsamen Fähigkeiten wirklich nur dafür da, dass sie von allen Gruppen wieder benutzt werden können. Oh, das ist auch nicht schlecht. Zurückfordern. Stellt bei einem erfolgreichen starken Angriff einen Mana-Punkt wieder her. Wir haben 201 HP. Ich gehe jetzt auf Ausdauer. Wir haben 201 HP. Ich erhöhe jetzt die Ausdauer. Erhöht sich plus 5. Und dann gucken wir mal, ob wir hoffentlich ein bisschen HP dazu bekommen haben. 201 hatten wir. Wir haben nichts mehr bekommen. Okay. Leider steht hier nicht drin unter Werte, was Ausdauer uns bringt. Okay, so wie ich das sehe, steht da zwar Magieangriff, aber links daneben mit der 11 steht Angriff. Okay, I get it. Wir sollten mal, damit wir ein bisschen stärker werden, auch mit unseren Nahkampfangriffen, ein bisschen auf Stärke skillen. Das machen wir bei Resi. Resi, die wird jetzt richtig stark. Stärke plus 5. Resi haut jetzt richtig rein. Okay, ich muss sagen, Charlotte ist ja unsere Heilerin.
Und ich muss sagen, sie brauchen nicht unbedingt mit uns in den Angriff gehen. Und deswegen gucke ich gerade, dass ich die Defensivfähigkeit hier kriege. Erhöht den Verteidigungswert um 10 und senkt den Angriffsgrundwert um 10. Es wäre schlimm, wenn unser Healer mal umfallen würde. Deswegen werde ich darauf jetzt erstmal gehen. Und beim nächsten Mal gucken wir, dass wir Angela auch mal in Stärke skillen, damit wir in unseren Nahkampfangriffen, nämlich die hier, bisschen mehr austeilen von links und rechts. So, jetzt haben wir alles verteilt. Jetzt geht's auch wieder weiter. Huh. Och nein, hier ist immer noch keine Musik. Aber ich merke gerade, ich muss da wieder rein. Ich bin ganz falsch. Kehre zu Von Boyage zurück. Ach, dahin müssen wir jetzt. Wo hat der uns denn hingetilt? Ach, da unten müssen wir hin. Okay, ich habe nichts gesagt. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. So, zack, zack, zack. Oh, es ist so, keine Musik, das ist so traurig. Goblin, Angriff. Ah, er hatte Verteidigung, Mist, er hatte gerade die Verteidigung. Komm, mach weg, das Ding. Jetzt ist es weg. Und jetzt nochmal. Zack, oh, das hat gesessen. Das ist unser Energieangriff. Das ist das, was passiert, wenn wir Energieangriff haben. Und der Nahkampf, das ist wiederum die Stärke. So, Von Boyage. Ich bin ready, dir das Zeug zu geben. Ah, oh, Musik. Ist das Nitromit? Kann es kein explodieren? Ich will das nicht tragen. Kann jemand das andere? Als ob Charlotte jetzt das Nitromit trägt. So, nimm das. Passiert schon nichts. Ein bisschen streicheln, dann passt das. Oh, ganz viele Gegner. Kommt mal her. Ihr kriegt sie jetzt. Ihr kriegt sie jetzt alle. Wirbelwindspeer. Der hat gesessen. Ich nehme die Fledermaus vor. Zack. Quatsch. Und den Zombie nehme ich mir auch vor. Bam. Oh, das war nicht der Zombie. Verdammt. Boah, ist die stark geworden. Okay, diese Gegner sind auch ein paar Level unter uns, aber Resi haut jetzt richtig rein, weil wir die ein bisschen in Stärke geskillt haben. Sehr gut. Schauen wir mal eben. Wo müssen wir denn hin? Da hinten. Alter Faller. Da haben wir einen kleinen Weg vor uns. Soll ich mal den anderen Weg gehen? Ich gehe mal den anderen Weg. Ach, du mieser Goblin. Stufe 8. Die sind ja süß. Auf Stufe 8 sind sie ja richtig süß jetzt. Die machen kaum noch Schaden. Ah, ein bisschen HP kann man immer sich mitnehmen. Oh, da geht's aber nicht lang. Lasst mich in Ruhe, da geht's nicht lang. Ich muss hier lang. Alles gut, ich wollte euch nicht aufwecken. Oh, da ist ein Truhe. Das habe ich mir doch schon... Oh, das war ein Hinterhalt. Das war ein mieser Hinterhalt. Leute? Ach, da hinten seid ihr. Ich helfe euch. Boah. Die Maus konnte gar nichts. Ach, die Maus. Ja doch, die Fledermaus. Die konnte gar nichts mehr ausrichten. Wir haben einen Glasring bekommen. Ausrüstung. Wer hat denn hier noch keinen Ring? Wer braucht denn hier einen Ring? Da. Was bringt denn der? Ach so. Ja. Gönn ihn dir, Charlotte. Du darfst das. Du trägst das Nitromit mit dir rum. Ich glaube, den Glasring, den kannst du gebrauchen. Oh, oh. Habe ich erwähnt, dass die Mümmler die süßesten Kreaturen sind, die wir besiegen müssen? Die Mümmler. Schon der Name. Mümmler. So, Mümmler. Ein wildes Mümmler ist aufgetaucht. Ey, du kannst das doch nicht angreifen. Die armen Mümmler, ey. Ich glaube, gegen die will ich gar nicht mehr großartig kämpfen, weil... Geben die überhaupt noch viel EP? Gucken wir gleich mal am Ende. Okay, der letzte. Oh komm, den hauen wir hier mit unserem heiligen Licht kaputt. Heilige Kugel. Und, wie viel gibt das? Oh, es gibt aber noch so ein bisschen. Ein bisschen gibt's noch. Gewonnen. Oh, fast ein Level up. Oh, da ist der Typ, der uns von den Kaktussen erzählt hat. Oder von dem Kaktus. Aber, jetzt heißt es, mit der Kanone auf zum neuen Ufer fliegen. Ha, da sind wir wieder. Ob der Waffenschmied neue Ausrüstung hat? Hm, leider nicht. Nur den billigen Stuff, den er vorher schon drin hatte. Der damals, muss ich sagen, aber für uns gut war. Nur jetzt ist er out of unser Level. Ist nicht mehr. Geht nicht mehr. Der muss sich verbessern, sonst kaufe ich dir nichts mehr ab. Oh, da ist er ja. Von Boyage, ha ja. Echt jetzt? Dein Ernst? Ja. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh, jetzt tut er mir leid.
Oder? Oh, jetzt mache ich mir Sorgen, Von Boyage. Das nächste, wenn wir mal da hinkommen, was passiert denn da mit dem? Was ist mit dem passiert? Was kannst du uns über ihn erzählen, hä? Ich bin die Schwester der Von-Familie, von Zeu. Mein Bruder sagt, er sei ein Alchemist. Eigentlich ist er aber nur ein Erfinder. Schließlich hat er noch nie etwas mit Metallen gemacht. Okay. Na gut. Wenn sonst alles okay ist. So, dann schieß uns rüber da. Hat es ein paar Airbags oder so? Wie funktioniert das? Hä? Ja. Jetzt heißt sie auf einmal Turbokanone Nummer 2, okay. Hä? Achso. Auf Valsena, da müssen wir hin. Wahrscheinlich fliegen wir sowieso dran vorbei. Sehe ich jetzt schon kommen. Als ob wir denen vertrauen. Als ob wir da jetzt... Wie funktioniert das? Haben wir ein paar Kissen? Nein, hier gibt es keine Kissen. Hier gibt es nur spitze Nadeln. Ja, nee. Aber wir haben jetzt aber wahrscheinlich irgendeinen Gleiter oder so einen Fallschirm, ne? Hallo? Hilfe? Uns wird's gut gehen, oder? Oder? Okay. Originelle Erfindung, Errungenschaft. Alles klar. Wenn das die einzigste Sorge ist. Ja, sag ich ja. Wir sind dran vorbeigeschossen. Ach so. Das erste Mal ist immer schwer. Sie meinte wahrscheinlich die Kanone? Ich glaube schon. So, man kann ja nie genug speichern. Ganz viele Gegner. Wo müssen wir denn hin? Ah, da hinten. Okay. Let's go. Zack. Doppelattacke. Oh, der lebt ja noch. Stacheligel, du. Oh, was ist das? Hi. Sollen wir da reinspringen? Hä, echt jetzt? Nee, da hinten ist noch eine Truhe. Die Truhe da hinten, die gönne ich mir jetzt noch. So, da ist sie. Da will ich jetzt noch reingucken. Und? Schokolade. Okay. Da hinten ist auch noch mal was. Ich will doch nur den Loot-Stacheligel. Gib mir den Loot. Wo ist er? Da. Dankeschön, ein Bonbon. Daria Edelsteintalvoraushang aufgrund der Bergrutschen geschlossen. Ah, okay. Na dann... Können wir jetzt da runterspringen? Warum nicht? Ah, dann kommen wir wahrscheinlich da oben aus, oder? Mal gucken. Hä? Ah. Nee, es geht erstmal unterirdisch weiter. Okay, und dann kommen wir wahrscheinlich da hinten wieder raus. Ist das nur ein Igel? So, das sollte ja kein Problem... Oh, da kommt sein Kollege. Magieattacke. Und... Boom. Level 11 sind die, okay. Hier ist auch noch ein Weg. Ich bin neugierig. Ja, aber irgendwie... Ja, herzlichen Wunsch, Charlotte. Du hast ein Level up. Aber irgendwie ist hier nichts. Reinste Enttäuschung. Naja. Erfahrungspunkte gesammelt. Ist ja auch okay. So, man muss ja positiv denken. Und wir sind jetzt hier... Oh, das ist der... Das ist einer der auswählbaren Charaktere. Jo, das ist echt der Weg. Das ist der da. Das ist einer der auswählbaren Charaktere, hallo? Aha. Hi. Durand. Ich frag mich, ob das jetzt eine Zusammenfassung ist von dem oder ob wir von dem jetzt auch die Geschichte wiedererleben als Rückblende. Ha. Wahrscheinlich nicht. Okay.
Alle greifen alle an hier. Alles ist komplett verwirrend. Alle greifen alle noch an. Da kommt man gar nicht mehr drauf klar. Überall in jeder Stadt ist Beef, ey. Oha. Aber da war ja auch schon der Kevin, den wir auch gesehen haben, von diesen Werwolf-Typen-Rasse. Und von dem haben wir auch nicht viel gesehen. Der ist nur, da ist Charlotte nur einmal draufgeknallt auf den Typen und das war's. Mehr ist auch nicht viel passiert. Super Special Move Doppelhieb. Mist, ich glaube, den anderen haben wir nicht getroffen. Ne. Aber von dem haben wir auch, den haben wir nur einmal gesehen, weil Charlotte auf den gelandet ist. Per Jump Pad. Und danach war Ende. Seitdem haben wir den nie wieder gesehen. Okay. Das schaffen wir jetzt aber. Ah, ne, ich hab jetzt. Können wir das machen? Ich schnapp mir den da hinten. Den hinteren Kobold. Hat nichts gezogen. Der hat Verteidigung aktiv. Der hat seine Verteidigung hochgezogen. Oh. Das war nicht schlecht, Resi, aber die hatten die Verteidigung. Verteidigung brechen. Verteidigung ist gebrochen. Oh, der war jetzt gut. Ich übernehme den hier. Macht ihr den anderen. Heilige Kugel, Dankeschön. So. Und wow, wir dürfen mal über Wasser laufen. Ist auch mal was Neues. Oh, wir haben jetzt zwei. Dann nehmen wir den rechten hier. Hier ist Root. Ist immer ein gutes Zeichen. Zack. Okay. Ist mal wieder hier so ein anderer Gang. Geht das da hoch? Ne, da lang. Ach, da lang müssen wir. Okay. Also so, das wäre jetzt egal gewesen, ob wir da lang gegangen wären oder in der einen Höhle. Wir wären nur woanders unten ausgekommen. Okay, ich dachte, das wird jetzt ein Labyrinth und wir müssen den Ausgang suchen. Aber nee, doch nicht. Warte, jetzt! Ja, der wird sitzen. Der sitzt. Oh, alle drei. Schön. Aber das ist auch Nahkampf, ne? Das gilt nicht als Magieangriff, glaube ich. Nee. Ich frage mich echt, wann wir neue Fähigkeiten erlernen. Man tastet sich anscheinend langsam ran. Aber schön zu sehen, dass Charlotte auch mit ihrer MP klarkommt. Die heilt auch ganz gut. Das funktioniert gut. So. Da oben ist noch eine Truhe. Okay, ich glaube, man kann manchmal... Charlotte, die heilt gerade richtig schön. Man muss einmal ein Kompliment an die Heiler machen und auch an die andere KI. Was heißt hier KI? Ich meine natürlich Resi und Charlotte. Ihr macht eine gute Arbeit. Muss ich sagen. So, Truhe aufmachen. Und Schokolade erhalten. Dankeschön. Da hinten müssen wir hin. Aber ich möchte gerne die Gegner hier besiegen. So, Gegner sind zwar besiegt, aber aus irgendeinem Grund ist die Missionsanzeige weg. Ach so, die ist gar nicht weg. Die ist noch da. Ach so, auch da hinten ist die. Hups. Hier bin ich aus Versehen zu dem Loot gelaufen. Hoppala. So, da hinten müssen wir hin. Und hier sind ja doch noch ein paar Gegner. Super, mega, krasser, super, duper, krasser Angriff. Mega Doppelhieb. So. Das ging flott. Gewonnen, ohne Schaden zu nehmen. Aha, so läuft das. So, oh, Charlotte hat sogar mal wieder Windelweich zweimal eingesetzt. Sehr schön, man sieht das auch an ihrer KA. Sie ist wieder runtergegangen. Das freut mich. Jedes Mal, wenn die ihre KA-Moves einsetzen, bin ich noch stolzer auf unsere zwei Mitglieder. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier haben wir auch ein Schild. Stacheligelheide voraus. Vorsicht vor wilden Stacheligeln. Das kommt ein bisschen zu spät. Von da kommen wir nämlich. Sind das viele. Komm, Resi. Wo bleibt der Wirbelsturm? Obwohl, hast du recht. Brauchen wir gar nicht einsetzen. Die fallen hier um wie Butter. Oh, da ist der Eingang. Haben wir es gleich geschafft. Okay, jetzt schnappen wir uns eben den Loot, bevor der Kampf losgeht. Und die machen wir alle gleichzeitig. Super, mega, Doppelhieb. Okay, den Zubat haben wir auch getroffen. Halt, der ist noch da. Nicht, dass er Superschall einsetzt. So, Mümmler des Grauens erledigt. Und jetzt ab nach Valsena. Kann ich die Sachen hier kaputt machen? Oh, Puckzeit. Seelentag. Ich glaube, das bedeutet, wir haben jetzt tagsüber. Okay. Oh. Die wurden aber fertig gemacht hier. Super. Super. Mahou, Okuke, Artenano.
Magier. Aha, die altinanischen Magier. Das sind, glaube ich, die, die wir auf der Brücke getroffen haben. Aus unserem Heimat. Aus unserer Heimat, glaube ich, die Magier. Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe. Oh, oh, die meint's ernst. Jeder beeft hier mit jedem. Der Wolfsrudel-Clan beeft sich mit Wendel. Die beefen sich hier mit der Stadt. Ja, das sind die. Boah, die haben die alle fertig gemacht. Mit ihrer Magie. Ah. Der ist auch da. Oh. Das kann hässlich werden, wenn der Typ dabei ist. Oh Mann. Der Heldenkönig, okay. Ja, das stimmt. Ist das, was du wolltest? Mutter, genau das fragt sie sich jetzt gerade. Guck mal, was die andere... Aber ich weiß nicht, ob es wirklich die Mutter ist, die den Willen da hat. Die den durchsetzt. Weil es kann halt sein, dass der Purpurenzauber, Ra, die unter Druck setzt, irgendwie. Ich weiß es nicht. Die bedroht. Ist nur eine Vermutung. Dass sie sich nicht wehren kann. Oder die steht unter irgendeinem Zauber, der ihr den Willen raubt oder so. Oh. Oh. Genau, hier darf keiner mehr zum Opfer fallen. Weder von der Seite noch von der. Guck mal, die macht sich um jeden Sorgen. Was? Ach so. Ach so. So halb tot, kein Problem. So, kein Problem. Mein Arm und mein Bein wächst wieder nach, sobald ich zur Mana-Statue gekrochen bin. Huch, hoppala. Hä? Ja, sorry. Damit habe ich jetzt gerade voll nicht gerechnet. Hier, super mega Mana-Angriff. Machen wir nochmal. Dann ist der down. Okay, jetzt auf den. Ich habe genug Mana. Hau nochmal einen drauf. Die haben aber eine Verteidigung. Vielleicht sind die auch... Kann es sein, dass die resistent gegenüber Magie-Schaden sind? Oh, Level up. Sehr gut. So, ich habe gesagt, ich will mal auf Stärke machen. Machen wir. Stärke plus 5. Damit wir ein bisschen mehr Schaden verteilen jetzt. Im Nahkampf. Mal gucken, ob ich es bemerke gleich. Ob es so heftig ist. Ich weiß es nicht. Habe ja noch nicht darauf geskillt mit ihr. Da haben wir unsere ersten Versuchskaninchen. Oh, unsere Mana sind wieder voll. Oh. Ja. Wir machen auf jeden Fall guten Schaden auf die. Oh ja. Alles klar. Her mit den Dingern. Wir kommen zur Rettung, Heldenkönig. Oh. Aber erst looten. Da unten warten ganz viele auf uns. Aber hier auch nochmal ein paar. Super, super. Ah, geht nicht zu weit weg. Müssen wir halt in den Nahkampf. Wir machen ja jetzt guten Schaden im Nahkampf. Also besser als vorher. Oh, hätte ich jetzt meine Fähigkeiten. Ja, mein Doppelangriff. Kommt alle her hier. Oh. Oh. Schön hinter dem. Ah, schön mit schweren Angriffen. Dann lädt sich das wieder auf. Oh, sehr gut, Resi. Der war richtig schön. Der war richtig schmackhaft. Den Rest mache ich. Doppelhieb. Zack. Die sind magieresistent. Ich sag's euch. Da ziehen wir... Ah ne, das war ja gar keine Magie. Und? Level up? Na, fast. Oh. Geht's dir gut? Ja, der wird schon... Ja, tun wir einfach mal so. Als ob. Okay, hier oben ist nichts scheinbar. Okay, dann gehen wir rein da. Oh, oh. Wenn wir jetzt den Purpurenzauberer da finden. Den Purpurzauberer oder wie auch halt. Was ist das denn? Hallo? Angriff. Das sind Pferdchen. Einhornkopf. Oh, oh. Hinterhalt. Ja, ich habe hier auch was für dich, Einhorn. Nein, er ist auf Verteidigung. Mist. Habe ich zu spät gesehen. Er hat Verteidigung aktiv. Kümmere ich mich erstmal um die Schwarzmagier.
Und... Zack, wir müssen die Defense durchbrechen. Defense durchbrechen! So, die Defense ist durchbrochen. Oh, danach halten die auch gar nichts mehr aus. Die halten gar nichts aus, die Pferdchen. Die haben nicht viel an Ausdauer. Hä? Ey! Die haben das verparikadiert. Die Hinterhältigen, die. Was ist hiermit? Oh, hallo. Ich greife mal an. Die haben immer Defense am Anfang. Die müssen wir zuerst durchbrechen. Ist ein bisschen eng hier zum Kämpfen. Oh, wow. Gut gemacht, Resi. Resi hatte keine Geduld mehr. Die hat sich gedacht, so, jetzt reicht's. Oh, sehr gut. Okay, jetzt kriege ich endlich den Skill für sie. Damit wir, ja, würde ich gerne ausrüsten. Gegen, das ist jetzt die gute Frage. Gegen knappe Sache, glaube ich, oder? Nee. Nee, ich würde sagen gegen Genesung. So ein bisschen Defense, damit sie uns nicht nachher als erstes da irgendwann mal umfällt. Das ist unsere Heilerin. Die müssen wir schützen. Und dafür braucht sie auch etwas Defensive. Wir haben, dafür macht sie jetzt weniger Schaden, hat aber dafür 10 mehr Punkte auf Verteidigung bekommen. Und das ist schon mal sehr gut, würde ich jetzt sagen. Brauche ich mir weniger Sorgen auf Charlotte zu machen. Du musst durchhalten. Du musst unseren Rücken stärken mit deiner Heilung. So. Ah, der hat wieder Verteidigung hier. Dann nehme ich mir den hier vor. Schwarzmagier, nimm das. Okay, auf die Magier, die haben Magier-Defense. Ich glaube, bei die Magier ist die ist Magie nicht gut. Ja. Ich glaube, daran liegt es wirklich. Da das Magier sind, sind die alle etwas resistent gegenüber Magie, aber dafür anfälliger gegen physische Angriffe. Könnte ich mir vorstellen. Hallo? Zieht sich da wer gerade um? Nein? Oh, dann nehme ich das hier mit. 70 Lucre, danke. Das da hinten sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, die machen wir direkt auf Anhieb. Und Doppelhieb. Oh nein! Der andere ist nicht mit reingekommen. Mist. Meint der so einen Feuerball zu machen. Alle drauf da. Alle auf den Schwarzmagier. Sehr gut. Und jetzt... Ah, wir können weiter. Ah. So, wir machen jetzt Glück bei ihr voll. Dann... Ach nee, ist ja schon voll. Ach so, hoppala. Stärke ist auch schon voll. Okay. Gut, dann habe ich eine andere Idee. Unter Int gibt es nämlich die Standhaftigkeit, die würde ich schon gerne nehmen. Erhöht Angriff um 15%, solange ein Statuseffekt aktiv ist. Und das ist bei ihr sehr gut, weil... So, ich hol's mir mal eben, dann erkläre ich's. Gemeinsame Fähigkeit, jo. Und die würde ich ihr gerne geben, weil sie hat nämlich den Konter. Erhöht den Angriff nach dem Erleiden von Schaden 30 Sekunden lang um 10%. Und den hat sie ja, glaube ich, ganz oft aktiv, weil sie bekommt ja immer wieder Schaden. Und solange der aktiv ist, wirkt die Fähigkeit Standhaftigkeit. Erhöht den Angriff um 15%, solange ein Statuseffekt aktiv ist. Und der hier hält 30 Sekunden lang. Jedes Mal in diesen 30 Sekunden hält dieser Effekt gleichzeitig an. Das finde ich gut. So. Also ich denke mal, das ist ganz gut soweit. Doch. Gut, dann wird jetzt hier nicht weiter ausgeruht vom Lagerfeuer. Wir schnappen die 160 Lucre und reißen die Tür auf. Aber, dann würde ich sagen, hier ist nämlich eine Statue. Oh, was ist mit ihm? Er sieht etwas erledigt aus. Ich weiß jetzt nur nicht, was passiert, wenn wir den anquatschen. Ich würde an der Stelle sagen, danke fürs dabei gewesen sein. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch wieder dabei zu Trials of Mana. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Nochmal vielen Dank fürs dabei gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.